wunderschön oberhalb des Rhonetals gelegen, zog Villars-sur-Ollon schon seit jeher Touristen in die Waadtländer Alpen. Seit 1913 ist der Col de Bretagne von Villars aus mit einer Zahnradbahn erreichbar. Rund um den Pass entwickelte sich ab 1937 das heutige Skigebiet von Villars-Grillon. In jenem Jahr entstand vom Col de Bretagne ein Funischlitten zum Grand Chamousser. Anfang der 50er Jahre kamen mit zwei Kombiliften zum Lac de Chavonne und zum Grand Chamousser auch zwei Bahnen hinzu, die dem Sommertourismus dienten. Ab 1959 wurde auch der Roc d'Orsay etwas unterhalb des Chamousser-Gipfels durch eine Seilbahn erschlossen. Direkt von Villars aus führte seither eine Kabinenbahn der Firma Giovanola bis in knapp 2000 Meter Höhe. Als Ergänzung erstellte die Firma Poma im selben Jahr zwei kuppelbare Tellerschlepplifte. Einer verband den Col de Bretagne mit dem Roc d'Orsay, der zweite erschloss mit dem Combe d'Orsay eine separate Geländekammer. Erstere Anlage wurde 1997 durch einen neuen Poma-Schlepplift ersetzt, der Lift im Combe d'Orsay bereits 1982. Anfänglich verlief er ohne Kurve und endete unweit der Bergstation der Kabinenbahn. Beim Umbau in den 80er Jahren wurde der Verlauf deutlich verändert. Die Talstation wurde verlegt und nach der ersten Kurve mündete der Lift in die Trasse seines Vorgängers. Die Stützen wurden jedoch weitgehend beibehalten und zählen damit heute zu den ältesten noch genutzten Poma-Stützen in der Schweiz. Vor der ehemaligen Bergstation wurden schon zu einem früheren Zeitpunkt zwei weitere Kurven eingebaut. Dies sorgt dafür, dass der Lift seither direkt an der Bergstation der Kabinenbahn vorbeiläuft und auf einen nahegelegenen Hügel führt. Der letzte Hang vor der Bergstation ist aber äußerst steil und sehr kurios. Daneben besitzt der Schlepplift noch eine weitere Besonderheit. Im Combe d'Orsay gibt es keinen Stromanschluss. Aus diesem Grund konnte der Antrieb nicht wie bei Poma-Schleppliften üblich im Tal untergebracht werden, sondern wurde in die Bergstation gelegt. Hier erfolgt nach 700 Metern Länge und 220 Höhenmetern auch die hydraulische Abspannung des Förderseils. Am nahegelegenen Col de Bretagne drehen seit 1987 übrigens noch zwei weitere Poma-Schlepplifte ihre Runden. Der kürzere unter ihnen ist der fix geklemmte Schlepplift Col de Bretagne. Nur gerade einmal 250 Meter überwindet der ausschließlich als Übungslift genutzte Stangenschlepplift. Nicht wirklich steiler, aber doch ein gutes Stück länger ist der Schlepplift vom Lac Noir zum Col de Bretagne. 1987 ersetzte er den Kombilift vom Lac de Chavonne zum Col de Bretagne, der im Winter auf verkürzter Strecke als Schlepplift betrieben wurde. Auch dieser Poma-Schlepplift wird in erster Linie von Anfängern genutzt, kann aber auch als Rückbringer vom Lac Noir und von Les Diablerets Richtung Col de Bretagne genutzt werden. Das macht vor allem dann Sinn, wenn die Sesselbahn Lac Noir Choron überlastet ist. Auf seinen 600 Metern Streckenlänge überwindet der Schlepplift 69 Höhenmeter und zwei Kurven.